Recht herzlich willkommen zur 87. Folge, glaube ich, von Simotrans. Ja, wir haben das Spiel jetzt hier an und haben letztes Mal die Busse optimiert. Jetzt drücke ich hier wieder falschen Tasten. WASD war schon mal falsch. Straße ausgewählt, ja, machen wir wieder Lupe, besser. Wir haben letztes Mal alles durchgeguckt hier, haben wir gemacht, ne? Genau, was ist hier überfüllt? Ja, hier sind total viele Leute am Warten. Ne, das wollte ich gar nicht. Weg. Hier mal hin. Ja, das ist Personenbeförderung, ne? Wir wollen zum Tempel sogar 384. Das heißt, der Bus, der da fährt, fährt gerade schlecht, ne? Den hat man ja auf Pause gesetzt zwischenzeitlich, glaube ich, ne? Ja. Dann können wir da nur die Linie so hingehend ändern, dass wir den hier zweimal fahren lassen und dann erst die letzte Strecke, ne? Macht vielleicht Sinn, ne? Wenn das Kind heißt, weiß ich jetzt natürlich nicht, ne? Döben, Radolfzell, Arno. Ja, ich glaube, wir klicken da irgendwo mal hier eine Statistik. Nee, Statistik wäre falsch. Details an. Döbeln, Übersee. Döbeln, Übersee, Döbeln, Übersee. Da ist er. So, dann müssen wir da die Linie ändern. Und zwar dahingehend, dass wir sagen... Alter Elbtunnel, fahrt nach Apollo-Tempel und nach dem Apollo-Tempel fährst du wieder zum Elbtunnel. Und vom Elbtunnel fährst du dann wieder dahin. Gut, dann fährt er da doppelt und sollte ein paar mehr hin und her bringen, ne? So, dann lassen wir gerade kommen. Ah, jetzt hat er Wartezeit. So. Na komm schon, fahr schon weiter. Wer wartet aber lange, ne? Was wird denn jetzt bitte? Andere fahren viel schneller wie du. Viel häufiger vor allem. Was ist denn der da eingestellt? Ach, der wartet da auf Beladung. Und dann auf maximale Wartezeit, da kann er ja auch lange warten, oder? Ich glaube 1,32 war dann so ungefähr pro Tag, ne? Dann machen wir 16 daraus, glaube. So. Jetzt fährt er auch los. Hol da und hol nochmal. Wie viel stehen dann da jetzt noch? 324. Jawohl. Nee, das sind keine Transportschiffe für Personenschiffe. Die wollten wir gerade von sprechen. 264. So. Jetzt lassen wir nochmal schneller laufen. Ah, jetzt weiß ich, dass in Döbeln voll ist. Da war auch gerade schon wieder ein Schiff. 353 Apollo-Tempel, ne? Jetzt schneller. Da kommt er. 293, 233. Fährt jetzt erst noch da hinten hin. Döbel im Bauernhof sind es auch noch 56. Da schau her. Da ist er, 173, 113. Wieder die lange Strecke fährt er jetzt. Ist die Frage, wann da das Passagierschiff kommt, ne? Ja, da war jetzt das Passagierschiff, oder? Hat aber nicht unbedingt jetzt welche weggebracht da. Da kommt er, 73, und jetzt nimmt er auch andere mit. Also die da drunter. Zum Bauernhof, die zum Beispiel, ne?
So, komm nochmal. Da ist er. Jetzt baut er da auch was ab. Ich glaube, die anderen, die hier stehen, Döbeln, Waldweg, Hafen, das ist nicht hier, sondern da unten, ne? Ja, das ist alter Elbtunnel. Die warten jetzt zur Abfahrt und nicht hierfür. Ich glaube, das lassen wir so. Das passt schon. Okay, dann würde ich sagen, machen wir diese Liste nicht auf. Das ist ja Blödsinn. Sondern diese auf. Diese auf und da gehen wir auf Gewinnen. Wo dümpelt der jetzt lang? Okay, da, der hat 500 Gäste dabei und fährt 48.000 Miese. Das ist aber wahrscheinlich Anreisekosten, ne? Kann das sein? Lass auch mal schneller laufen. Die bringt er jetzt wohin? Zum Waldweg, okay. Ja, wir wissen, dass dieser Hafen voll ist. Da fährt er doch jetzt auch vorbei, oder? Ja. Immer noch 500. Das sieht so aus, als ob der kein Plus fährt, ne? Da war jetzt Jahresanfang, oder? Ja. Der fährt jetzt auch nicht voll dahin. Gefällt mir natürlich auch nicht, ne? 16.000. Ist auch nicht toll. Ja, da unten ist immer noch voll. Das schafft er nicht. So eine riesen Entfernung, ne? Die 24.000. Das kriegt er nie rein, oder? Okay, es waren irgendwie 9.000, die er da jetzt gemacht hat. Da sind jetzt 334 drin. Da kommt der Gegenverkehr. Wir fahren jetzt zwar die Leute runter, aber dafür fahren wir uns miese rein, glaub, oder? Ja, in Döbeln ist immer noch was los, das ist mir klar. Die Ölplattform vielleicht noch mitnehmen, das war gerade noch so eine Idee. Jetzt kommt er wieder beim Elbtunnel da vorbei. Ich glaube, da setzt da gar keine ab oder so. Nimmt aber noch welche mit. 402. Oh, fett, aber oben was runter, ne? Oder war der erste, ne? Glaubt, der hat da Kosten gemacht. Oder Gelder gemacht. ...157 fährt er jetzt wieder hoch. Ich glaube, das war die lange Anreise, die ja so teuer war. Gehe ich von aus, wissen tue ich es auch nicht. ...157... ...17.000... ...18... ...19... ...20... Jetzt kommt er wieder an. 21 hat er gemacht, aber 9. Okay. Jetzt hat er 280 mit. Da kommt der andere. Weiß nicht, ob sich das rechnet. Wir lassen schon auf schnell laufen, ne? Und der ist trotzdem langsam. Ja, ist die Frage, wie viel da auf der Bohrinsel ein- und aussteigen würden, ne? Das wäre eine Überlegung wert. Schwierig. 18, 19, 20, 21, 22. Oh, er ist knapp bei 0 gewesen, also 3 miese. Okay. Er fährt natürlich von Döbeln nicht rüber, ne? Ist jetzt auch nicht die ideale Linie dann, oder? Lass uns mal gerade gucken, wie viel hier unten stehen, die dahin wollen dann. Er fährt ja immer gleich wieder nach ganz oben, oder?
Also Kirche. Jetzt die Frage, wer da. Sieht es überhaupt nicht so aus, dass da einer zum Dingens will döbeln. Alter Elbtunnel da, zwei Passagiere. Jetzt kommt gleich ein Schiff rein. Die fahren dann aber über Adenau da oben, ne? Altenau, nicht Adenau. So, die sind jetzt nämlich weg. Die fahren jetzt aber da oben lang. Vielleicht wären es sogar mehr, wenn wir die Route besser anpassen würden, ne? Döbeln Waldweg und nicht nach Altenau fahren, sondern erstmal hier rüber fahren, ne? Einfügen. Hier unten Döbeln Albtunnel zweimal, den können wir einlöschen. So, jetzt passt's, dann ist die Linie richtig. Also richtig in dem Sinne. Ist dann die Frage, ob es so richtig oder falsch ist, ne? Gut, gucken wir mal weiter. Hier fahren auch welche durch die Gegend mit 21.000 Wiesen. Hier steht keiner mehr. Also keiner mehr ist auch nicht wahr, ne, aber zu wenig. Da ist nur noch Stahl. Ich glaube, da sind jetzt zu viele Züge drauf, ne, und dann zu viele Kapazitäten. Der fährt da auch wieder zurück. Hier sieht's nach Altenau aus, einer. Und 38 überflutet das mit Schiff. Die meisten sind hier intern. Ja. Da kommt jetzt der Bus da unten. Entschuldigung. Ja. Das bedeutet, dass wir da definitiv welche ausmustern können. Wie bleibt er jetzt dabei? 10 Leute. Ist ja nix. Da fuhr noch so ein kleiner, ne? Ein Zweier, oder? Hier ist er. Der fährt auch leer. Zack, zum Depot. Tschüss. Wie viel hat er? Ist das er? Ach, der ist das. 45, das lohnt auch nicht, ne? Okay. Der eine hatte 10, der andere hat 45 und den dritten haben wir ja zum Glück ja jetzt schon erwischt und weggeschickt. Der fährt ja schon nach Hause, ja, sozusagen. Ja. Gut. Ist nur die Frage, ob das hier mit zwei Zügen sogar lohnt, ne? Okay. Die begegnen sich dann da irgendwo. Vielleicht doch überdimensioniert. Weil das kostet uns ja jetzt auch richtig Asche dann, ne? 20.000. 200 transportiert der. Okay, der fährt ein bisschen besser. Aber beide fahren miese ein. Stehen da die Schrottzüge? Ja, müssen wir mal gucken, oder? Wie wir da weiter vorgehen. Zurzeit würde ich sagen, lohnt das nicht so wirklich, dass die da mit zwei Zügen langfahren. Da nehmen wir wahrscheinlich nur einen von runter. Gucken aber gerade mal hier so ein bisschen durch die Gegend noch. Da ist nix. Waldeck. Hat auch nichts, also baut zwar am Rand der Straßen, aber leider nicht passend besetzt. Da ist auch nichts. Sandhausen liegt mal kein Schnee und ist abgedeckt.
Döbeln. Ist abgedeckt. Radolfzell. Sieht ganz gut aus. Ah, da oben brauchen wir was. Gut, das denke ich, werden wir dann aber auch in der nächsten Folge machen. Ich gucke mir das hier noch gerade an. Also Radolfzell, was ist das denn hier für ein Gebäude? Das geht noch nicht. Ah, Touristenattraktion. Gehtes Gymnasium. Okay, das ist neu, würde ich sagen. Das ist noch nicht so lange da. Das macht natürlich auch Passagiere. Und Hadexen hatten wir da schon, weiß ich nicht. Ah, hier oben auch. Also wir müssen in Radolfzell was machen. Hier. Und in Altenau. Da. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.